Herzlich willkommen in Omsi Airport wieder zurück. Wir stehen hier wieder am Gate, am Busstieg E und fahren heute den Terminal Shuttle. Ich habe schon alles vorbereitet, dass wir eigentlich nur noch vorfahren müssen. Wie ihr auch seht, fahren wir heute in Scania. Und warum ich heute noch nicht nach draußen geschwenkt habe, das werdet ihr mal versuchen nach und nach zu erkennen. Gucken, ob ihr euch herausfindet. Ein bisschen hier rein. Und hier wartet einer schon so lange auf irgendwas. Ist einfach nicht genau was. Hallo. Ich habe einmal den Verkauf angemacht, weil irgendwas muss man halt machen. Wenn ich jeden immer noch hin und her fahre, festgestellt, das gibt's nichts. Jetzt sagt es aber, ich muss dir was zahlen. Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Ja, 270, nicht wahr? Hallo? Haben wir eine Eurokarte? Danke. Damals gab's schon. Machen wir auch die Zeit noch vor auf welche hin und her. Dann wollen wir mal losfahren. Wir fahren jetzt Terminal Shuttle. Wir müssen erstmal wieder rechts. Einmal um den gesamten Block rum. Hoppla. Boah, fällt der Scheiße. Hoppla. Weil ich Terminal Shuttle jetzt natürlich, dass wir den einzelnen Terminals hinfahren und sich nur auf die Terminals konzentrieren. Gucken, wo wir dafür hin müssen. Ich kann mich halt wieder durch. Voraus. Hier wird mal rein, genau. Ich fahre mal wieder in Scania und ich habe den Scania mal kennengelernt, endlich mal wieder, und ich habe ja den wirklich schon ewig nicht mehr gefahren. Und dazu habe ich ja die Scania mal heute ein bisschen herumgebaut und herumlackiert, deswegen kommt das Video diesmal auch wirklich so spät. Ich habe das erst heute Zeit gehabt und so produzieren. Deswegen kann ich auch jetzt erst an, weil die Brüche, die den ich heute fahre, noch richtig frisch ist. Ich fahre natürlich wie normal immer eine Linie. Ich möchte eigentlich nur 5 Minuten gefunden haben, die dürften nicht so lange dauern, wenn ich die Verspätung mache. Und dann sehen wir uns das nochmal an.
möchte leider keine Anleihen, weil das Gerät irgendwie jetzt nicht irgendwie zusammen mit einem komischen AirPod machen möchte, weil das die Pit Ibis irgendwie noch sehr verwirrt, dass ich keine Linie irgendwie eingeben muss, sondern nur eine Route. Alles leer. Okay. Noch rum. Mach ich mal ein bisschen vorsichtiger. Ah, Mann, ich, aber du freust dich natürlich auch nicht, dass man diese blöden, tiefen Hügel runterkommt. Ich geh wieder hoch. Scheiße, ich bin natürlich deine. Komm hoch. Auf welchen T1 Busstieg? Ah, okay. Ah, da bin ich mal wieder zu spät, oder? Es kommt T2 Busstieg A. Von einem Terminal halt zum nächsten. Nächste Woche lasse ich mal wieder den Airport dann mal gut sein, weil irgendwann wird mir das auch zu langweilig, jetzt ständig auf dem Airport zu fahren. Vor allem, weil die Leute dann so blöd programmiert sind, dass wenn die einmal nur an einer bestimmten Stelle fahren, das brauchen wir wieder in der Stadt. Also wir fahren natürlich und Zeit, aber es ist gerade nicht in diesem Format. Darum werde ich nächstes Mal in Hamburg fahren. Ja, ich habe jetzt alles abgedatet, weil man updaten muss. Und dann kommt gleichzeitig das. Ey, warte mal, muss ich nicht raus? Nö. Lass uns rankommen. Ah, da war mein Gebiet bei unserer Rundfahrt. Ganzen Sackgassen. Also wie schon gesagt, die ich war groß, aber irgendwie wiederholte ich hier wirklich alles wieder. Aber ich muss die Linie mal. Ich bin ja noch nicht gefahren, Terminal. Ich bin immer nur die erste gefahren, immer. Schon die hier Besucher Express. Weil da kann ich dann immer wieder ein bisschen hin und her fahren. Und ich brauche nicht so viel Zeit dafür. Und wir fahren halt mal den ganzen Terminal ab. Mit einem Scania. So, jetzt aber. Jetzt wollen wir ein paar Fahrgäste mitnehmen. Also hier richtig vorher eine Anhand. Hallo. Eine Frage habe ich bitte. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Tageskarte? Ich wollte eigentlich den mit Fahrkarten, aber egal, ich mache halt automatisch. Ich glaube, Sie haben mir zu viel gegeben. Danke. Ich komme an die Kasse hin und früher war ich nicht dran von innen, aber es liegen natürlich Geld einfach da alles liegen und. Warum habe ich den auch aufgemacht?
Hallo. Danke. Hier ist die Airport-Ringlinie und da vorne geht es geradeaus zum Terminal Shuttle. Na gut, dass das nicht so lange dauert für den Terminal, weil sonst wird man wahrscheinlich 5 Minuten zu spät dann auf einmal ankommen, wo gerade der Flug schon abfliegt. Was man auch, wenn ich sagen, abfährt, aber gut, dass ich mich noch gerettet habe. Versucht mal ab und zu durch die Autospielzug und habe eigentlich eine gute Framerate eingestellt. Ich könnte vielleicht auch ein bisschen was von unserer Textur sehen. Ansonsten gibt es die am Ende des Videos komplett zu erkennen und da geht es dann zum nächsten Terminal. Der Blinker vom Scania erinnert mich an einen Autoblinker. Ich komme immer so vor, ob ich ein Auto mit dabei sehe. Guten Tag. Mann, haut die Tür zu. Ich wollte ja eigentlich auch von dieses Mal heute schon das, diese Woche das hochladen, aber Omsi hat gesponnen, hat andauernd der Bus gewackelt entweder oder die Map ist abgestürzt, da ich andauernd irgendwie was passiert. Und irgendwann habe ich die Nerven voll gehabt, deswegen muss ich halt jetzt wieder ein kleineres Projekt starten. Und Omsi Airport ist nicht so, dass ich auf einmal die Karte abstürzen würde. Und da wir hier noch ein paar Linien gefahren haben, fahre ich euch jetzt. Ich hätte die mal noch aufgerückt auf eine andere Woche. Starboy mache ich nun eigentlich mal nicht. Weil irgendwie keine Anfragen dazu kommen, dass ich irgendwie der Force Unleashed machen möchte. Aber ich lade demnächst mal den zweiten Teil auf jeden Fall hoch einfach, damit einfach ein Video mal komplett ist. Weil ich noch herumprobieren muss, was mit dem Blitz Star Wars ist. Ich muss da aber, glaube ich, eh aufhören, weil die ganze Melodie irgendwie dann im Weg ist. Und ich dafür keine Lizenz habe. Dann kommt's vorbei. Ach, ich liebe dich. Ich habe mich in den Fuß stark. Ich bin zu stark um die Kurve gegangen. Ich muss ja nur anlenken. Ganz sachte anlenken. Ah, ihr habt euch doch noch ein Wickel. Aber der Held kriegt sich wieder. Und ich bin nur falsch gefahren, oder? Wo bin ich denn jetzt reingefahren? Ich bin hier. Zeig mir die... Da rein müssen. Wie komme ich da hin? Ich lenke einfach mal hier Wände. Einfach mal auf der Straße. Fahre ich nochmal zurück.
Der geht jetzt am Ende wieder zu spät. Aber ich hab sicher welche angemacht. An welchem Terminal bin ich denn jetzt hier? Ah, ich bin hier richtig. Hallo. Hallo. Guten Tag. Na, welche Terminal bitte? Hallo. Da. Einmal Kurzstrecke bitte. Kurzstrecke, da dachte ich ja in Ordnung. Sie wurde also mit dem dritten Terminal. Das war falsch. Ich habe einen falschen Fahrschein von Ihnen bekommen. Ich glaube, Sie haben mir zu viel gegeben. Oh, weil er war hier denn für den Funk am Ende drin. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich ein Ticket, das für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tage stimmt das so hier. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Dankeschön. Ich frage mich, wie viel Geld schon drin liegt. Alle Türen zu, ja. Mann, wenn man immer nicht geschlafen. Ach, hier ist eine Schranke. Ah, ne, da ist keine Schranke, da ist ein Übergang. Jetzt fahre ich hier irgendwie oben drüber. Und ganz scharf wieder runter. Und. Ich bin hier, wer weiß, was da noch kommt. So, wir haben unsere Terminalfahrt wieder abgeschlossen. Jetzt fahren wir wieder dahin, wo wir angefangen haben, um die nächsten Leute zu den Terminals zu bringen. So viel sind das gar nicht, wenn man da mitkriegt, aber wie gesagt, ich bin halt auch richtig groß, der Gegensatz. Länge ich wieder der Aussichtshügel. Also, ich würde mich ja auch nicht auskennen. Immer noch so viele Einbahnstraßen hier. Denn vorher hier, die ich hier Pfeile habe. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Links. Aber ich kam ja nicht, irgendwie habe ich probiert, ob wir wenig für Autos herumstehen. Mann, da kommt man nicht mal dazu, irgendwie von der Kamerawinkel zu wechseln. Und gleich hatte ich noch den Blinker zu wechseln. Ich bin da rechts gefahren ohne Blinker. Und jetzt? Links. Hier ist eine Ampel. An Ampeln stehen wir hier irgendwie auch so gut wie gar nicht.
Da sind wir hier beim großen Terminal 2. Wo komme ich nicht da rein? Achso. Jetzt bin ich. Ich hätte hier an der Spur links fahren müssen. Jetzt kommt er aber nicht mal raus und jetzt halte ich einfach hier an. Okay. Wir fahren mal kurz an eine ruhige Ecke hin. Machen wir noch die Fahrbahn mal raus. Wo man ich ungestört mal streamen kann. Und wo wir eine tolle Ecke finden. Fahren wir mal ein bisschen links. Vielleicht gibt es hier irgendwo die Sackgasse schon. Wäre mal toll. Auch ohne dass er so hüpft. Hallo, aufhören zu hüpfen. Folgen wir mal der Ringlinie. Muss doch irgendwo eine Sackgasse sein, die wir mal nutzen können. Ja, da ist eine. Sehr schön. Hör auf zu hüpfen. Mal aus, das nervt dann schon auch. Okay. Hier sind wir nun auf einem Sackgasse. Ne, ich bin egal. Okay, diesen Bus habe ich mir mal selbst lackiert. Das war echt nicht einfach gewesen, den zu machen. Man sieht auch hier, ich habe so viele einzelne Dateien, da habe ich über noch Flecken, weil es eine andere Fleck ist, den ich bemalen muss. Irgendwie bin ich auch ans Licht reinkommen, aber von weitem her sieht man jetzt nicht, dass da irgendwie ein Fleck auf dem Scheinwerfer ist. Nur vom Nahen sieht man das. Deswegen, ich bin ja nur ein kleiner Mann. Andere machen sich aber auch ein bisschen mehr Mühe. Da fällt man nicht mehr, wenn ich da schon ein Scheinwerfer bin, da ich den Lichtdeck mache. Dann mit meiner Blinker benutzt, das Licht nutze ich. Die anderen dann ganz benutzt, so komme ich. So. Von der Seite her habe ich noch nicht die richtige Farbe wie die hier Lack da. Aber einen neuen Bus, den ich probiert habe, habe ich das schon. Und ich muss eigentlich sagen, genau das Grund hier eigentlich schon stolz auf diesen Bus. Dafür, dass ich meine eine eigene Leistung davor bringen konnte, ist es eigentlich wirklich toll. Ich habe hier aufs Gummi drauf gezogen, aber das hätte man besser machen können. Irgendwo gibt es noch ein paar weiche Stellen. Von hinten das auch eigentlichermaßen der Fleck da rechts, den habe ich nicht mehr wegbekommen, weil ich das einmal falsch rum gemacht habe. Hier wiederum habe ich dieses Bauteil für diesen Weich habe ich noch nicht gefunden und hier diesen letzten Fleck auch nicht. Dagegen bin ich hier vielleicht endlich wieder reingeraten in den Fleck. Hier genauso ist auch ein bisschen immer rot. Ich sehe, dass man einfach die Rückwand einfach hat und dann schon bemalen kann, wenn man will. Das ist alles in seine Einzelteile zerlegt worden. Zum Glück ist das hier einfach normal Design, dann haben die nur die roten und gelben Streifen gehabt. Und
muss ich aber noch diesen Logo bei drauf machen. Ich hätte natürlich auch wieder welche runter machen müssen, damit sie über dem Rot steht. Weil ich ja die Schrift noch nicht ohne Hintergrund gefunden. Und hier gehen wir mal im Lichtcheck zu, ob alles okay ist. Ja, länger funktioniert, das Licht funktioniert. Und dann schleicht sie gar nicht, oder wie? Die linke und der rechte nicht auch eigentlich. Ah, jetzt ist der an. Der hier ist an, da unten der ist an. Ah, den kann ich mal ausmachen und gucken, ob ich jetzt alle Lichter ankriege. Das Licht. Das Licht an. Fernlicht. Fernlicht an. Blinker an. Was ist das da für ein Licht? Das leuchtet allerdings nicht. Nee, ich habe nicht überall eine Ahnung, was für ein Licht das sein soll. Aber gut, das war es von meiner Seite her. Nächstes Mal sehen wir uns wieder in einer Stadt. Ich habe auf Omsi Airport keine Lust mehr, da nur durch herumzugucken. Wir müssen wieder in eine Stadt. Sagt mir in die Kommentare, ob das aussieht, ob ihr noch die letzten zwei Linien hier aussehen wollt. Da gibt noch einmal den Parkhaus-Shuttlebus. Da fahren wir mit den Parkhäusern und noch irgendwelche Schichtlinien, die ich aber auch noch nicht kenne. Sagt mir Bescheid. Ansonsten freut mich, dass ich dieses Mal irgendwie ein kleines Nebenvideo nur war, weil ich auch schon zu spät komme, weil ich mich einfach auf diese Lackierung konzentriert habe. Die gibt es auch nirgendwo. So, ich kriege auch nicht hin, um Internet zu kriegen. Wenn man selber gibt Tutorials, dann könnt ihr eure Sachen selbst machen. Man muss sich immer alles von anderen Leuten nehmen, man kann sich die Sachen auch prima selbst arbeiten. Also, nächstes Mal wird es wieder interessanter. Ciao.